Jetzt haben wir den Charakter erstellt. Jetzt werden wir auch uns die Story mal angucken. Ja. Gucken, wie der Einstieg ist. Also, wo waren wir? Oh, richtig, bei ihm. Unser Plan lautet, den Schreckenswolf aufzuhalten, bevor er sein Ritual durchführen kann. Nachdem wir seiner Spur durch die halbe Welt gefolgt sind, führte sie uns schließlich nach Minrathis, in die Hauptstadt des Reichs von Tevinter. Um Solas in einer derart großen Stadt aufzuspüren, brauchen wir eine Expertin. Und so beginnt unsere Geschichte natürlich wie alle großen Geschichten. Mit der schäbigsten Schenke der Stadt und einer verschwundenen Kontaktperson. Versuchen wir es nochmal. Wo ist Nev Gallus? Glaubt ihr ernsthaft, einfach herkommen und Forderungen stellen zu können? Der Ton ist ein bisschen hoch. Nev Gallus ist meine einzige Chance, den Schreckenswolf zu finden. Ich werde nicht weggehen, bevor ich weiß, wo sie ist. Fangt besser an zu reden, bevor ich euch erreiche. Ich hätte gerne eine tiefere Stimme. Wie bezaubernd. Für kein Gold der Welt tue ich mir das an. Gestatten, Bianca. Sie hätte gern, dass ihr noch bleibt. Ach, Beric und Bianca wieder. Nev Gallus. Dümer Plaza. Die Venatori haben sie zum Dümer Plaza gebracht. Danke. Also der Einstieg gefällt mir schon mal. Die kann jetzt erstmal schlafen. Ist auf dem Dumas Plaza. Schon gehört. Darum seid ihr mein Stellvertreter. Und nur für die Zukunft. Man hätte das bestimmt auch einfacher lösen können, als sich mit dem ganzen Laden hier anzulegen. Ich höre so ein leichtes Hallen, aber das kann nur sein, weil wir uns gerade in einem Gebäude befinden. Ich wusste, dass mir nichts passieren kann. Ihr habt mir doch den Rücken gedeckt. Ja, ja. Kommt schon. Harding wird besorgt sein. Aber mit der schwarzen Schminke ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Wieder an die Arbeit. Vielleicht ein bisschen heller machen, weil das sehr schwarz ist. Ich hoffe, Neff ist so gut, wie ihr sagt. Sie ist die beste Detektivin, die ich je gekannt habe. Wenn sie sagt, sie hat eine Spur zu Solas, glaube ich ihr. Der Archon-Palast. Etwas muss sie in Aufregung versetzt haben. Sollten wir uns nicht beeilen, um von hier wegzukommen? Wir wollen keinen Verdacht erregen. Wir verschwinden von hier ganz freundlich und unauffällig, finden Nev Gallus und halten Solas auf. Andraste segne euch. Denkt ihr immer noch, ihr könnt ihn zur Vernunft bringen, bevor er mit seinem großen Ritual beginnt? Dieses Ritual wird den Schleier niederreißen. Das Einzige, was uns von dem Nichts und unzähligen Dämonen trennt.
Ich muss ihn zur Vernunft bringen. Wartet! Ich hab doch gar nichts gemacht! Los runter! Wollen die etwa uns? Ist es wegen der Bar? In Minrathus bleibt nichts unbemerkt. Wir müssen ihr helfen. Wir haben keine Zeit, verhaftet zu werden. Schon gar nicht, wenn wir... John, wenn wir uns beeilen, können wir Solis vielleicht noch aufhalten. Gehen wir. Zu Hardy geht es hier entlang. Sie zeigt uns den Weg zum Duma Plaza und dann führt Nav uns zu Solis. Achtung! Schwört Solis absichtlich den Boden? Ich vermute eher, der Schleier ist geschwächt und sie schlüpfen durch die Risse. Und wenn der Schleier kommt... wird es auf der ganzen Welt ganz ähnlich aussehen wie hier. Kommt hier entlang. So müssen wir zu Harding gelangen. Und verriegelt die Türen so schnell ihr könnt. Hab Dank. Harding, alles klar? Ich hab getan, was ich konnte. Aber das Ritual scheint den Schleier zu schwächen. Viele hier haben Angst. Wegen der Dämonen. So viele habe ich ewig nicht mehr in unsere Welt kommen sehen. Was ist mit euch? Alles in Ordnung? Das waren viele Dämonen und der Archon-Palast hat auch auf uns geschossen. Bringt das Blut den Ballon? Meine Ausrüstung? Steht da drüben. Wo ist Nav Gallus? War sie nicht am Treffpunkt? Die Venatori waren vor uns da. Sie haben sie verschleppt und die Schankwirtin bezahlt, damit sie den Mund hält. Überrascht mich gar nicht, dass unsere Detektivin sich mit diesem ganzen Blutmagier-Kult angelegt hat, aber der Zeitpunkt war kacke. Die Wirtin meinte, die Venatori hätten Nav zum Duma Plaza gebracht. Wisst ihr, wo das ist, Harding? Das ist kein Problem. Ich habe den Duma Plaza gesehen, als ich unterwegs war. Da wimmelte es vor Venatori. Folgt mir! Augen auf! Wir kriegen Gesellschaft! Da kommt... Nein, ich hatte schon befürchtet, dass ich mit einem Bogen war, dass ich einen Bogen nehmen muss. Wir müssen Nav finden. Geht's euch beiden gut? Falls nötig, solltet ihr euch lieber verarzten. Ich kapier's einfach nicht. Wenn Solis den Schleier niederreißt, wird dabei doch alles vernichtet, oder? Die Grafik sieht echt geil aus. Scheiße, komm schon. Venatori-Kultisten! Ich hasse diese Arschgesichter. Wie es aussieht, haben die Venatori den Weg mit einer Barriere versperrt. Rächt unsere gefallenen Brüder!
Wir hatten bei der Trauerwacht schon... Ja, schön agil, auch vor allem hier mit der Bewegung. Schönes Kampfsystem. Also das kann ich alles noch nicht. Oh, beinahe runtergefallen. Barriere. Sie sieht allerdings nach Neffs Werk aus, nicht nach dem der... Beric Harding, ihr kommt wie gerufen. Scheiße, nicht mehr zu trinken. Neff, ich bin so froh, euch zu sehen. Ich dachte, die Venatori hätten euch entführt. Ja, das dachten die auch. Viele Venatori hier in der Stadt hassen mich. Da dachte ich mir, na gut, mal sehen, wer sich heute an mir rächen will. Dann hagelte es plötzlich Dämonen. Das heißt, zurück an die Arbeit. Respekt dafür. Rook, das ist Neff Gallus. Sie weiß hier Bescheid. Mit ihrer Hilfe finden wir Solis. Neff, das ist Rook. Harding und ich sind auf ihn gestoßen. Ein nützlicher Experte für Ärger. Rook, wie der Turm beim Schach? Ganz genau, wie eine der stärksten Spielfiguren. Und denkt genauso geradlinig. Wir dachten, wir müssten euch retten. Wie es aussieht, wart ihr uns weit voraus. Mich retten? Wie süß. Ihr habt also eine Spur? Ich habe Solis nicht gesehen, aber ich stieß auf Spuren von Magie. Magie, wie man sie in Elfenruinen findet. Ich habe die Spur zu einem Gebäude unter unserer Herrin des Sieges verfolgt. Dort versteckt sich euer Mann. Dann lasst uns gehen, ehe er weiter an Macht gewinnt mit seinem Ritual. Noch weiter? Es zieht jetzt schon mehr Macht an, als ich es von einem Dutzend Magiern erwarten würde. Ihr sagte, der arbeite allein. Ich habe auch gesagt, er wäre ein uralter Elfengott. Ein Elfengott. Tja, was er auch ist, er verursacht Probleme in meiner Stadt. Gehen wir. Klingt doch schon mal sehr geil an. Solis oder den Schreckenswolf oder wie auch immer er sich nennt, stellen. Wie sieht denn der Plan aus? Er will den Schleier niederreißen. Wenn wir Glück haben, erfordert dieses Ritual seine volle Aufmerksamkeit. Wir schnappen ihn uns also, während er sein Ritual durchführt, damit er uns nicht bekämpfen kann? Ich werde langsam zu alt für diesen Scheiß. Da, zu dem Gebäude habe ich Solis verfolgt. Die Venatori haben es offenbar auch gefunden. Und dann haben die Dämonen sie gefunden. Kann man hier noch was looten? Gold, ja, okay. Gut, hier kommen wir nicht lang, also wir müssen jetzt erstmal linear vorgehen. Thank you.
Auf dem Eingang liegt eine Verzauberung. Ich kann sie aufheben. Wir sollten wieder zurückgehen. Solas ist vermutlich dort drin. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwo Geld oder irgendwas liegt. Das ist also das Versteck des Schreckenswolfs. Zumindest eines von ihnen. Schwer zu sagen, wie lange er es schon benutzt. Einige der Sachen hier sehen uralt aus. Solas lebt schon ziemlich lange. Sogar länger, als es Minrathas gibt. Ach, da muss ich lang. Aber Irrgarten hier. Halt. Gesprengte Ketten. Solas hat Sklaven befreit. Solas verabscheut Sklaverei. Eines der wenigen Dinge, in denen wir uns einig waren. Was seht ihr? Keine Spur von Solas. Nur ein großes, leuchtendes Fenster. Oder ein Spiegel oder irgendwas in der Art. Okay, das klingt unheilvoll. Bogen ist zwar gut, aber ich bin lieber mit dem Schwert unterwegs. Was ist denn hier? Hier geht's auch nochmal lang. Kriegen wir da was Besonderes? Ah, was haben wir denn hier? Ein Hebel. Klingt, als hätte sich unter uns irgendwas geöffnet. Na dann, sehen wir mal nach. Hier ist eine Kiste, die öffnen wir mal. Kann ich nichts hier von mir brauchen, oder was? Will das aber alles. Ist das dieses große leuchtende Fenster, das ihr vorhin gesehen habt, Rook? Man bezeichnet sie als Illuvien. Sie sind elfisch und... uralt. Okay, das hier ist nicht mehr Minrathas. Ich kenne diese Bäume. Das hier ist der Alethenwald. Und da ist euer Ritual. Die aufgewandte Macht. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Die Beben werden stärker. Und da sind Dämonen. Ich dachte, die Dämonen in Minrathas wären schon übel gewesen. Das Nichts ist derart nah an dem Ritual in Aufruhr. Da lässt sich unmöglich sagen, was alles hindurchkommen könnte. Habt ihr auch das Gefühl, dass... Das sieht aber auch echt geil aus, muss ich sagen. Und der Einstieg ist echt cool. Beeilen.
Ja, wer weiß, wofür der Gold gut ist. Alles mal mitnehmen. Thumbsticks mal anpassen. Ich habe ja so Kappen drauf und haben sich gerade verdreht gehabt. Da sind so links und rechts so zwei Knüppelchen. Die mich halt gestört. Das ist doof, man muss es halten. Genug. Sehen wir zu, dass wir zu Solus kommen. Also gut, ich übernehme ab hier. Ganz sicher? Absolut. Haltet mir nur die Dämonen vom Leib, ich rede mit ihm. Varric, Solus wird seinen Plan nicht aufgeben, nur weil ihn ein alter Freund nett darum bittet. Solus braucht einen Grund für eine Alternative. Jemanden, der ihm einen Ausweg anbietet. Schon, Varric. Der ganze Weg hierher, nur für eine Unterhaltung? Er war mein Freund, Rook. Ich muss ihm einfach eine Chance geben. Und wenn er nicht auf mich hört, dann wird ihn Bianca überzeugen. Mehr Dämon! So, das ist jetzt nicht der aus Teil 2, mit dem ich da auch eine Liebesaffäre hatte. Kümmert euch um die Gruppe. Nee, die ist anders. Der dann abgehauen ist. Hat er so böse gewonnen. Wartet nicht den Teil 2? Na, Chris Kram. Ich hoffe, ich störe nicht gerade. Teil 3 ist der. Das ist der letzte Teil. Alles klar. Varric braucht mehr Zeit. Hoffentlich schafft es Varric, dass Solus ihm zuhört. Und er sollte sich lieber beeilen. Wir können diese Dämonen nicht ewig aufhalten. Der Schleier ist eine Wunde, die dieser Welt zugefügt wurde. Sie muss geheilt werden. Indem ihr die Welt mit Dämonen flutet? Ich habe Vorkehrungen getroffen, um den Schaden zu minimieren, Varric. Minimieren? Viele sterben in diesem Moment. Hört mir jetzt zu! Bitte! Bitte!
Menschen sterben zu jeder Zeit. Das ist nun mal so. Scheiße, wir brauchen einen besseren Plan. Wollt ihr, dass ich schieße? Nein, er ist einfach zu mächtig. Unterbrechen wir das Ritual. Wie? Seht ihr die Statuen? Wenn wir das Gerüst von dieser Statue beschädigen, wird sie direkt auf Solus stürzen. Das ist riskant. Ein Ritual dieser Größe zu stören hat Konsequenzen. Was ist mit den Dämonen? Wir müssen sie Varric vom Leib halten. Ja, ihr zwei bleibt hier. Ich kümmere mich um die Statue. Was? Nein, sich so viel roher Magie auszusetzen ist Selbstmord. Der Sturm könnte euch zerreißen. Hat jemand eine bessere Idee? Also gut, aber ihr braucht Hilfe. Ich komme mit. Ich bin Magierin. Ich gehe. Jedenfalls muss jemand hier bleiben und die Dämonen stoppen. Gehen wir, Harding. Neff, ihr haltet die Dämonen auf. Geht klar. Wieso den Schleier zerstören und damit so viele Leben auslöschen? Wir zwei kämpften einst Seite an Seite. Denkt ihr wirklich, ich würde das hier tun, wenn es eine andere, bessere Lösung gäbe? Die Säule rührt sich, aber... Sie fällt nicht! Stoßen wir sie um! Ich helfe euch! Zusammen! Jetzt! Ihr habt einen weiten Weg zurückgelegt und euch tapfer geschlagen, Varric. Aber diese Geschichte endet nicht mit meinem Untergang. Ich hoffe, das gleiche zu Ende. Das hat dann später weitermachen können, weil ich muss gleich die Kleine holen. War mein Lieblingswerk. Der von Anfang an mit bei ist. Und Bianca. Varric. Oh nein. Harding. Scheiße, war der Anfang geil. Ihr habt keine Ahnung, was ihr getan habt.
Das weiß ich. Ich habe euch daran gehindert, die Welt zu zerstören. Ich hatte nicht vor, die Welt zu zerstören. Ihr habt mein Ritual unterbrochen. Und dadurch wurde ich hierher gezogen. In das Nichts. Verstehe. Also, deswegen seid ihr hier. Aber wieso bin ich hier? Euer Körper ist bewusstlos. Aber euer Blut wurde an der Ritualstätte vergossen. Genug für eine schwache Verbindung. Blutmagie? Erstens verabscheue ich Blutmagie zutiefst. Und zweitens, besäße ich die Macht, euch zu beherrschen, hätte ich sie längst eingesetzt. Um euch loszuwerden, muss ich also nur aufwachen? Und wie erfahren seid ihr darin, willentlich aus dem Schlaf- zum Wachzustand zu wechseln? Kann ja nicht so schwer sein. Während ihr das übt, sollte ich euch vielleicht über die Konsequenzen eures Handels aufklären. Ach ja. Die Evanuris, oder wie ihr sie nennen würdet, die Elfengötter. Die Kreaturen, die entkommen sind. Zu früheren Zeiten beherrschten sie die Elfen, aber das war nicht genug. Sie wollten nicht nur gehorsam, sie wollten angebetet werden. Als ich rebellierte, entfesselten sie die Magie der Verderbtheit. Sie verdarben alles, was sie sahen, bis ich sie in meine Falle lockte. Doch dank euch bin nun ich gefangen, während die verderbten Elfengötter frei sind. Wie könnte ich irgendetwas glauben, das ihr sagt? Ihr selbst habt sie aus meinem Gefängnis entkommen sehen. Und wie ihr den Schleier niederreißen wolltet. Ich hatte einen Plan. Varric hat oft gesagt, dass ihr euch aus all dem herausreden würdet. Varric? Ja, er hat gesagt, das wäre euer Stil. Keine richtigen Lügen, sondern Halbwahrheiten, um einen zu überzeugen, dass ihr das Richtige tut. Er hat versucht, mit euch zu reden und jetzt ist er verwundet. Varric ist... selbst geübt darin, die Wahrheit zu verschleiern. Diese Dinger, die entkommen sind. Ihr sagtet, es sind Götter. Sie sagten, sie wären Götter. Verderbte, tyrannische, sadistische Götter. Es brauchte meine gesamte Macht, um sie vor Jahrtausenden einzusperren. Sicher werdet ihr mit ihnen fertig. Das ist ungemein hilfreich. Wer seid ihr, der Elfengott des Sarkasmus? Der Lügen, des Verrats und der Rebellion, abhängig von der Geschichte. Doch wie könnte ich helfen? Ich habe weder meinen Ritualdolch, noch Zugang zu den Spiegeln, mit denen ich vom Leuchtturm aus überall hinreisen konnte. Alles, was ich anbieten kann, ist mein Wissen. Oh, hilfreiche Ratschläge des elfischen Gottes, der, und ich zitiere euch jetzt, Lügen des Verrats und der Rebellion? Je nach Geschichte. Elganan und Gelenane sind jetzt euer Problem. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Wieso? Wieso den Schleier zerstören? Wollt ihr, dass ich schieße? Nein! Keine Ahnung, was ihr getan habt. Dies ist von nun an eure Verantwortung. Sieh an. Na, wen haben wir denn hier? Varric? Es geht euch gut. Solas hat auf euch eingestochen. Ich dachte... Glaub mir, Kleiner. Ich kenn Schlimmeres. Um mich aufzuhalten, braucht es mehr als nur eine Fleischwunde. Aber ich schätze, ich werde wohl nicht so schnell wieder in die Schlacht ziehen können. Was ist passiert? Erinnert ihr euch noch, Rook, dass ihr mal gesagt habt, Griskorn würde nicht auf mich hören? Tja, wie es aussieht, hattet ihr recht. Der Plan ist ein wenig schiefgelaufen. Allerdings. Neff hat alle rausgeholt, wenn auch nur mit knapper Not. Aber keine Sorge, Harding kommt auf die Beine. Sie ist aus härterem Holz geschnitzt als wir beide. Na, zumindest aus härterem Holz als ich. Hätte ich nur einen besseren Plan gehabt, ich hätte... Ihr habt getan, was ihr konntet. Und ihr wart dabei erfolgreich. Die Welt ersäuft nicht in Dämonen. Wenn das alles wäre. Wir haben Solas ins Nichts gesperrt, aber etwas ist entkommen. Etwas... Rook, ihr schafft das.
Ich habe gesehen, wie ihr arbeitet. Ich weiß noch, euer Streit mit dienstälteren Wachen, wie ihr mit diesem Untotenaufstand umgehen solltet. Ich habe euch nicht ohne Grund in dieses Solis-Chaos reingezogen. Ihr seid klug, flexibel und ihr wisst einfach nicht, wann es genug ist. Rock, ihr seid wach. Entschuldigt, wenn ich störe. Ich bin auf der Suche nach Elfenwurzel. Nein, schon gut. Ich wollte mich eh gerade umsehen. Oh, Rook. Vorsicht da draußen. Ein Fehltritt und ihr stürzt ins Bodenlose. Hm? Zu allem Überfluss hat uns nichts befördert. Dort, wo ja, die Träume ich mach mich gleich los. Also, Vorsicht. Ciao. Ja? Dann ja. Muss ich mich wirklich umsehen. Ja, solltet ihr. Und wir sollten uns unterhalten. Vielleicht findet ihr Nev, sie ist draußen und sieht sich um. Die Treppe runter ist ein Raum mit einem Tisch. Wir treffen uns dort. Ja, geht nur, Rook. Ich muss einfach nur schlafen. Man sieht sich kleiner. Bonusgegenstand. Garderobe und deine Belohnung beanspruchen auf dem Konto oder Bonusgegenstände kannst aussehen durch deine Gefährten ansehen. Oh, das ist aber viel. Feld. Aber wieso Gold? Sie sah doch voll mit Totenkopf und so aus. Ich habe gedacht, ich kriege. Aber wieso habe ich keinen Helm? Ich habe doch Helme freigeschalten gekriegt. Leeres Helmfeld. Thank you.
ich das Standard-Outfit eigentlich cooler. Aber nein. Oh Gott. Also. Wieso kann ich keinen Helm tragen? Das würde ich gerne wissen. Ich habe da Helme freigeschalten gekriegt oder irgendwie da. Das sah da aus wie Helm. Aber egal. Spiel speichern. Neuer Speicherpunkt. Speichern. Automatisch. Der hat ein paar gemacht. Das ist gut. Also der Einstieg in die Story, absoluter Knaller. Die Grafik sieht geil aus, die Steuerung, auch diese, dass er sich so bewegt und so. Man drückt halt einfach nur Viereck, aber dadurch, dass er sich so bewegt und man kann halt, wenn man einen Kreis drückt, halt diesen Flipflop, dass er sich so in der Luft dreht, ja. Aber alleine dadurch wirkt der ganze Kampfstil wesentlich weicher und agiler, obwohl man halt nur Viereck drückt, logischerweise. Das macht mir schon unheimlich Spaß. Ich bin echt gespannt, wie die Story weitergeht. Grafik, Sound habe ich bis jetzt halt, wie gesagt, nichts Negatives gesehen. Außer halt am Anfang beim Einstellen, beim Charaktereditor, wenn man da die Rüstung gewechselt hat. Da dann halt, dass da die Grafik, oder man ist halt nur einen Menüpunkt weitergegangen, dass die Grafik so gepackt hat, dass es dann so aussah, als wenn von ihm irgendwas wegspringt und dann hat man so irgendwie so Stacheln überall, irgendwie, also verzerrte Bilder und so. Also das sah schon kurios aus. Aber sonst jetzt gar nichts festgestellt. Überhaupt nicht. Es macht schon echt Spaß. Vielleicht nehme ich auch nochmal ein Video auf. Von einer Stunde, wenn wir einfach mal ein bisschen spielen nach Anfang der Story. Also ist ja jetzt, fängt ja jetzt an, wir haben das Tutorial, den Einstieg gemacht. Oder wenn ich vorher schon dazu komme, vielleicht Livestream, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall von mir Doppeldaumen, es ist richtig geil, es macht Spaß. Ich habe lange auf neue Dragon Age gewartet, ich bin ein Riesenfan der Reihe. Ja, Tigger auch. Tigger ist auch ein Fan der Reihe, habt ihr gehört. Und es macht echt mega Spaß, endlich wieder Dragon Age spielen zu können. Oh, ich bin so gespannt, wo es noch hingeht. Und die Story war von Dragon Age immer der Knaller. Also die hat mir bis jetzt immer gefallen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist mit den Gefährten. Man kann sie bestimmt wieder auswählen, so wie jetzt. Wer noch dazu kommt. Ich habe auch noch nicht gesehen, ob man hier irgendwie online, aber ich glaube, das haben sie diesmal auch wieder nicht reingenommen. Spiel laden, Einstellungen, zurück zur Hauptmission. Ja. Ne, steht ja nicht schon online da. Weil das hat mir immer so gefehlt, dass man sagt, hey, pass auf, man kann zwar halt nur so rumrennen, wie man ist, also praktisch er und die Gefährten sozusagen, und dann kann man sich aussuchen, welcher Gefährt man ist. Oder welche man mitnimmt. Wenn man das dann noch im Koop machen könnte, mit Freunden, die das Spiel auch haben, dass die dann halt sich einen Gefährten aussuchen, den sie gerade wollen. Ja. Also praktisch, man sagt, ich hole ihnen zwei Leute dazu. Und dann hat man halt 5, 6 Gefährten. Und dann können sich die zwei Leute von ihnen von den 5, 6 Gefährten jeweils aussuchen. Das wäre natürlich auch noch geil, dass man die Story dann halt zusammen erleben kann. Das wäre richtig geil. Das würde mir auch noch gefallen. Aber na gucken. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Entweder Video, Livestream, whatever. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.